vorletzte und letzte Möglichkeit, noch Punkte in der Frauenbundesliga zu holen. Dann geht es in die Winterpause und es wird Halbjahresbilanz gezogen. Die sehr junge Mannschaft zeigte von Spiel zu Spiel schon Fortschritte und der Obmann, sowohl als auch der Trainer, beweisen Geduld, die letztlich zum Erfolg führen soll. Wir haben einen sehr kleinen Kader, wie schon öfters erwähnt. Die Legionäre mussten wir eben im Sommer abgeben. Einige Verletzte, das bleibt natürlich in der Meisterschaft auch nicht aus. Ne? Und das Spiel heute gegen Südburgenland ist natürlich für beide Mannschaften sehr wichtig. Südburgenland ist einen Punkt vor uns. Wir sind leider Gottes Letzter. Also wer hier gewinnt, kann sich doch schon ein bisschen von hinten, ich will nicht absetzen, aber es sieht dann schon weit besser aus in der Tabelle. Das Spiel gegen die in der Tabelle am vorletzten Platz liegende Mannschaft aus Südburgenland zeigte am Anfang noch Abstimmungsschwächen, war aber stets mit vollem Einsatz bei der Sache. 17 Minuten vergingen und es gab das erste Tor, leider für die Gastmannschaft. Von Minute zu Minute konnten einzelne Spieler und vor allem die Torfrau ihre Qualitäten aufblitzen lassen. In der ersten Halbzeit fielen dann keine weiteren Tore und in der Pause konnte der Obmann noch sein Resümee anbringen. Wir müssen natürlich schauen, dass wir die Qualität in der Mannschaft steigern. Das heißt natürlich, dass neue Spielerinnen dazukommen und vor allem, dass wir dann im Frühjahr aus dem Tabellenkeller rauskommen. Halbzeit 2. 45 Minuten bleiben der Mannschaft von LUV TFC Leoben noch, um das Ergebnis zu verbessern. Es wurde immer dunkler und die Winterzeit brachte es mit sich, dass die Flutlichtanlage in Betrieb genommen werden musste. Gleichzeitig konnte man feststellen, dass den Spielerinnen der Spielgemeinschaft endlich ein Licht aufgegangen ist. Und siehe da, in der 59. Minute gelang den Spielerinnen der Ausgleichstreffer durch die Mannschaftskapitänin Susanna Höller. Die Mannschaft der Spielgemeinschaft LUV Graz und TFC Leoben steigerte sich zusehends. Erfreulicher Aspekt, man kann endlich wieder einen deutlichen Aufschwung erkennen. Und so gesehen geht die Punkteteilung gegen die Mannschaft aus dem Südburgenland in Ordnung. Man trommelte noch einmal alles zusammen, um dem Ende des Spiels doch noch einen positiven Touch zu geben. Gegen die SC Leoben, SC Südburgenland 1:1.